Guten Tag, du fährst diese Regionalbahn. Bedingt durch Gleisarbeiten nur bis Mülheim. Rüste den Zug auf und öffne die Türen. Abfahrt des Bahn ist sich um 11.38 Uhr. Gute Fahrt. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2018. Wir befinden uns auf der Strecke Freiburg-Basel und fahren den RS1 mit einem wunderschönen Breisgau-S-Bahn-Repaint von wem das Repaint war, habe ich jetzt leider vergessen, tut mir leid. Aber auf jeden Fall ein Szenario von Lucky Good. Wir öffnen die Türen und rüsten erstmal die Karre auf. Erstmal SIFA, PZB. So, dann Spiegel, Automatik. Und ja, dann sind wir eigentlich schon fertig mit Aufrüsten, ne? Ja. ZG1 an und dann warten wir quasi nur noch auf unsere Abfahrt, ne? Ja, Strecke Freiburg-Basel. Erstmal ein ganz großes Dankeschön an Aerosoft für die Bereitstellung für dieses Add-on. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, heute fahren wir das Szenario von dem lieben Lucky Good, wo auch Ansagen enthalten sind. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Fahrt wird, ne? Hier sehen wir das Ganze nochmal von innen. Ja, sieht man leider nicht so viel, weil man jetzt hier nicht 360 Grad gucken kann. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Ja. Aber was soll's. Ja, Freiburg Hauptbahnhof. Schön, schön. Die Uhr gefällt mir. Könnte ich mal meine eigenen Streckgänge platzieren. Das könnte ich machen. Und die Zugzielanzeige. Oh, so eine Zugzielanzeige habe ich natürlich auch gesucht. Sorry, aber ich suche wirklich sowas. Wenn es die schon mal hier gibt, ne, kann man sie ja auch benutzen. Okay, die Uhr kommt mir bekannt vor aus Omsi. Aber die sieht natürlich besser aus. Ja. Ich hoffe, dass der Ton okay ist. Wäre ja blöd, wenn er nicht okay ist. Weil meine Katze ist leider auf Mischpult rumgelaufen und dadurch hat sie mal einfach den Phantomspeiser rausgemacht, den ich ja eigentlich brauche. Hat mich dann natürlich gewundert, warum geht denn das nicht? Ja, toll. Ja, da wir ja Spiegel haben, müssen wir auch nicht extra rausgaffen. Sprich, wir können hier schön dicht drinnen bleiben. Hier haben wir die Heizung, Verbandskasten. Ne? Schön. Sitz. Kann man leider alles nicht bedienen. Schade eigentlich. Aber was soll's. Aber noch eine Dauerbremszette für den Triebwagen. Auch ganz nice. Und ja, wir haben Abfahrt. Ne? Würde ich mal sagen, fahren wir mal los. Ne? So, auf geht's. So, Spiegel sind eingefahren, das habt ihr ja gerade gehört. Auf geht's nach Mülheim auf der neuen Strecke, die vor ein paar Wochen erschienen ist. So, können wir uns befreien. Ja, mein altes Headset habe ich immer noch, ne? Ja, ich habe noch kein passendes gefunden, was ich mir holen könnte. Zumal auch ich gucken muss wegen Geld, ne? Ist auch immer so eine Sache. Aber ich denke mal, das wird irgendwann mal. Ja. Ich habe jetzt mit auf dem Klebestreifen mein Headset abgeklebt. Ging ein bisschen, ne? Also es ist besser geworden, aber dadurch hat es auch noch nicht geholfen. Die perfekte Halterung. Also habe ich einfach mal einen Gummi über meinen Kopf gemacht, so dass es ja halten tut und fest ist. Andere Lösung hatte ich leider nicht. So, ja, die Performance ist manchmal hier ein bisschen mau, ne? Wo die Strecke rauskam, gab es extrem starke Performance Probleme man konnte die Standardaufgaben
nicht komplett fahren, weil es immer zu Safe Dump führte. Und ja, halt blöd. Aber das haben sie ja, da haben sie ein Update rausgebracht, was die Performance beheben soll. Nächster Halt, Freiburg, St. Georgen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, sehr schön mit Ansagen. Lucky gut, du bist sehr gut. Ja, F3-Monitor ist heute mal an, weil ich habe keinen Streckenkunde hier so richtig. Mein Mikro noch ein bisschen einstellen, so. Von daher ist es gut, wenn ich diesen Monitor anhabe. So. Die Aufgabe geht ca. 35 Minuten. Link zur Aufgabe findet ihr in der Beschreibung. Servus. Ich bin lange nicht mal mit dem Teil gefahren, ey. Übrigens habe ich die VR-Belegung installiert für dieses Fahrzeug und natürlich einen Soundmod von Linus, was noch in einer Beta-Version ist. Ja. Das Schöne ist, wir haben keinen richtigen Fahrplan. Das heißt, schöne gemütliche Fahrt, so gefällt mir das Ganze. So. Auf. Sehr gut. Gut, wie gesagt, steht Dienstfahrt dran, aber das ist auch völlig Wumpe jetzt. Ja. Schöne LED-Lampen hat er. Sehr schön. Werden wir mal gleich gucken, wenn die Spiegel wieder einfahren. Ja. Bist du sowieso am Spiegel gucken, ob jemand ein- und aussteigt. Ne? Aber wir können das Ding hier runter machen. Schön. So, Spiegel fahren ja eh erst ein, wenn wir losfahren. Na, herrlich. Sehr gut. Ich hoffe, dass von der Qualität geht so, ne? Ist ja immer noch auf höchster Einstellung, außer Anisotrop, also Anti, nee, Anis, nee, was Anti-Aliasing mit Anisotrop? Ach egal. Statt X8 habe ich auf X4 gestellt, sicherheitshalber, ne? Kann ja nie wissen. So. Ankündigung. Stört uns nicht, wir dürfen eh nur 120. Aber speichern müssen wir vorher auch noch mal. Ankündigung.
Bahnsteig ist extrem hell, Alter. Gut, dann müssen halt die Leute laufen. Gar nicht ohne Tür. So, Türen auf. Das war der Motor. Ich Idiot. Man sollte die Türen aufmachen und nicht den Motor ausmachen. Aber okay, jetzt haben wir die Taste. Oh Mann. Ach ja. So. Gehen jetzt die Türen, geht jetzt das Spiegel wieder rein. Zack. Schön. Schön, schön. So, wir dürfen nur noch 110. Jetzt. Ist aus. Ihr braucht nicht hierher laufen. Das ist schwachsinnig. Leute. Ach ja. Macht total irgendwie Spaß mit dem RS1 zu fahren, hätte ich gar nicht gedacht. Der fährt ja meistens auch in Erfurt rum. Ich glaube Erfurter Bahn oder so war das. Aber ich weiß nicht, ob die so hießen. Aber die streiken ja momentan. GDL-Streik. Ne? Seit ja, Anfang Mai. Also wenn ihr das Video seht, ist ja Ende Mai. Sogar Juni. Ne? Ist ja momentan Bahnstreik bei der Privatbahn. So, dürfen immer noch 110, gleich kommt 160. Streckengeschwindigkeit, auch ganz nett. Können auch so sitzen, ne? Aber das wäre ja total scheiße, ne? Ja. Magnetische Schienenbremse. Sieht so aus. Funktioniert. Können wir ja gleich nochmal ausprobieren. Es
ist ja immer sehr gut, sowas. So, es gibt keinen Unterschied, ne? Ob die an oder aus steht, wird dauerhaft an. Sieht man überhaupt unten was? Nee, schade. Das würde man ja eigentlich in der Realität sehen. Ich verstehe. Es gibt zweimal den Anschalter. Okay. Ja, gut. Ach ja. Instrumentenbeleuchtung kann man machen. So. Könnte man eigentlich das Fenster öffnen? Nee, nee, nee. So, da wollen wir mal volle Power geben hier, ne? Und natürlich nochmal speichern. Ja. Wir sind schon mal fast am Ziel. Auch ein guter Name für eine Stadt, ne? Da wir ja keine Harttafel haben, können wir ja gemütlich hier anhalten. Ah, Zitaro, Betriebswart, okay. Richtig schön beleuchtet sogar. Diese zwei.
Oder kommt das für eine Lampe? Interessant. Was steht denn hier so drauf? Alle Druckluftbremsen im Zug eingeschaltet. Ausfall einer Retarder-Blink. Ah, Servus. Oh, schön mit Makro. Herrlich. Schön mit Makro, das mag ich. Dann noch eine andere? Ah, schön. Schön mit Makro, so gefällt mir das. Herrlich. Dank TTB, ne? Was ist jetzt los? Ich habe eine super Zwangsücke. Eieiei. Die Sie hört sich komisch an, wenn sie sich meldet. Was haben wir denn hier so schönes? Kannst du die Ansagen abspielen? Gibst du halt alle Daten ein, ne? Also halt Zugnummer und so, ne? Und dann spielt er die ganzen Ansagen ab. Hier ist Zugfunk zum Fahrdienstleiter, ne? Schiebebrett. Ja, wir wollen mit Schiebebrett hier. Natürlich mit Schiebebretttüren, natürlich. Wir wollen ja richtigen Bahnservice machen, ne? Voller Unterschied, Alter. Wahnsinn. Total leise, ne? Und vorne volle Lautstärke. Aber gefällt mir so. Ne? Lieber schön laut als extrem leise. Ist auch blöd. GPA gewesen, Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Aus.
Es war eben eine Überführungsfahrt. Oder sie verzwang sich richtig. Ich werd bekloppt. Eieiei. So, jetzt schön mit Schiebebrett. Ne? Kann man das auch machen. Ne? Das ist Bahnservice pur. Was erlebst du auch nicht. Naja, wobei, so schön sind sie auch nicht. Sehen sie beim Desiro besser aus. Ah, alles frei, können wir weiter. Mülheim, letzter Halt. Dann ist unsere Folge zu Ende. Leider. Aufgrund von Bauarbeiten endet ja die Fahrt ja schon dort. Das waren sie bei uns mit den Siegern auch manchmal, ne? Einfach volle Kanne voraus bis zum Anschlag. Hatte ich letztens bei der Messfahrt gesehen. Da ist er 124 km/h gefahren, wo er eigentlich nur 120 hat. Aber da sieht man, dass sie doch schneller können. Ne? Ich denke mal, das ist kein Problem. Ich meine, wir dürfen ja eh bis 160. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser nächster Halt ist Mülheim. Bitte beachten Sie, aufgrund von Bauarbeiten an der Strecke endet unser Zug außer planmäßig dort. Am Bahnhofsvorplatz ist für Sie ein Bus-Schienenersatzverkehr vorbereitet. Dieser bringt Sie bis zum Endpunkt. Im Namen der Privatbahn verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, wie gesagt, Szenario von Lucky Good RB 17063 nach Neuenburg, Baden. Mit einem S-Bahn. Hier kommt. Boah, Schienengeräusche hat die Strecke. Ich liebe das, wenn richtige Schienengeräusche sind, ne? Wie in der Realität. Das ist genau wie auf Konstanz-Willingen. Das sind auch dieselben Gleise, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. So, da ist Mülheim. Müssten wir ja gleich langsam Fahrt kriegen, halt erwarten sogar.
sah mir nach 60 aus. Ja, wobei, ja, müsste 60 sein eigentlich. Das nächste ist halt VR 0, also halt erwarten. Ist es 60? Ja, natürlich ist es 60. Ansage, Welt bloß. Oder ich bin zu früh. Es kann sein, dass ich zu früh bin. So. Aus. Die Busse stehen am Bahnhofsvorplatz bis bereit. So. Wollen wir mal die Federspeicherbremse anziehen? Mal raus. So. Instrumentenleuchte aus. Fahrtrichtungssender raus. So, und Motor aus. Zugspitzenlicht aus. Und wir verlassen den Zug. So. Hier endet das Szenario. Beste Grüße, Lucky Gut. Lucky, du bist mega gut. Das kann ich dir schon mal versprechen. Ja, ein sehr schönes Szenario mit dem RS1 oder auch gesagt VT020 auf der Strecke Freiburg-Basel. Schöner hätte die erste Folge auf dieser Strecke nicht sein können mit einer sehr schönen Fahrt. Ne, also das Fahrzeug ist auch richtig geil. Also ich habe ein sehr gutes Fahrverhalten schon. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es nur jedem empfehlen, dieses Szenario herunterzuladen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder im Train Simulator. In diesem Sinne, macht's gut, euer Train um City Wien. Tschüss!